So, und weiter geht's mit einer neuen Runde und einem neuen angespielt im Clothing Simulator. Ich habe in letzter Zeit relativ viele Spiele in der, ich sag jetzt mal, in der Richtung gespielt. Und ich meine, es fing an damals mit, ich glaube, King of Retail war das erste Game. Dann gab es noch Supermarkt Together und vielleicht noch ein, zwei andere. Ich habe die gerade nicht mal alle im Kopf, beziehungsweise ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Und ja, das ist quasi einfach so die logische nächste Stufe. Einfach der Clothing Store Simulator. Ich wollte einfach mal ausprobieren, mal antesten und einfach mal schauen, was man hier so machen kann. Stufe unzureichend. Ah ja, ich kann Werbung schalten, okay. Was ist hier, Clothing Pass? Okay, 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 was kann ich hier machen? Ah, Möbelkauf. Neue Produkte in 7 Tagen. Okay, gut zu wissen. Da ist auch irgendwas. Dauer 4 Tage. Werbung für $500. Okay. Gut, also es schaut schon mal so aus, als könnte man hier so verschiedene Dinge machen. Hier ist ein Shipping Office. Okay. Hochinteressant. Na gut. Ich glaube, dass das hier unser Store ist. Wir haben hier zugegebenermaßen nicht viel, aber wir haben was. Lernprogramm 0 von 7 gehen Sie an den Computer. Ist hier. Ach, okay. Bestellen Sie erstes Produkt. Großhändler, denke ich mal. Okay. Es gibt eine Frauenkleidung. Gut. Ich würde sagen, wir kaufen einfach alles einmal. So, man muss das anklicken nochmal. 500. Vielleicht noch ein paar Regale. Nee, warte mal, wir brauchen noch ein Fitting Room. Ganz wichtig. Das vielleicht noch zweimal. So ein bisschen mehr kaufen, sollen wir es voll machen. 900, das ist, glaube ich, ganz gut, oder? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass ich hier alles ausgebe. Keine Ahnung. Werden wir es rausfinden. 36 haben wir noch, gut. Oh, da kommt ein LKW. Geil. Okay. Ah ja. Ah ja, cool. Öffne die Box. Nein, nein, nein. Ah, okay. Da habe ich gerade, ich kann es nicht mehr verschieben oder so. Nee, wisst ihr was, wir bauen uns hier schön ins Schaufenster rein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das Ding bauen wir vielleicht besser mal nicht ins Schaufenster. bauen wir hier hin. Okay. Hier haben wir verschiedene Sachen. Ah ja, okay. Man kann es einfach draufbleiben und dann kriegt man alles rein. Okay, das ist angenehm gemacht. Also ich habe schon Simulatoren gespielt. Da musste man Stück für Stück jedes Ding irgendwie reinlegen. Das war nicht so geil. Aber schaut nicht schlecht aus. Okay. Legen Sie den Preis von Ihrem Computer aus fest. Klaut das jemand da draußen? Ich denke nicht. Okay. Dazu geben wir wahrscheinlich Vorrat. Ja, 52. 40. Auch mal 40 oder so. Wir wollen Geld machen. Ah ja, okay. Öffnen Sie jetzt schon. Also, haben wir gemacht. Okay. Und die Zeile. Oh, hier kommen Kunden. Die schaut komisch aus. Sehr demotiviert. Der gefühlt mir auch noch 2 Dinge an. Einfach nur so ein Pulli und einfach. Ja, die braucht auf alle Fälle mehr. Ja, ich würde jetzt was anderes nehmen hier. Vielleicht eine Hose oder so. Warum 2? What? Warum nimmst du 2 mit? Hä? Was machst denn du? Das ist nichts für. Das ist. Frauen? Okay. Zumindest die geht nicht in die Umkleide. Okay, das ist schon mal super. Glückwunsch, jetzt wüsste ich, was zu tun ist. In der glamourösen Welt der Mode. Okay. Gut, gut, das ist relativ einfach gemacht. Einfach anklicken und Leertasten klicken. Okay. Ach ja, schau mal her, da müssen sogar die Labels dann. Leider kein Preis, was ein bisschen schade ist. Platzieren, okay. 80, super. Aktuell haben wir noch nicht viel Geld gemacht, aber. Warte mal, wie hoch sind denn unsere Einkaufskosten?
Großhändler. Vorrat. Oder hier, genau. Kosten 20. Oh, okay. Achso, okay. Ah ja. Ich weiß allerdings nicht, warum das die trotzdem kauft, obwohl wir über einem vollen Kaufpreis liegen. Alter, was sind das denn hier für... Ist das normal? Alter, was hier für Schränke reinkommen, wenn wir dann irgendwie eine Frauenkleidung kaufen. Okay. Ich bin verwirrt. Schön auffüllen. Ja, einer geht noch. So. Kann man nachbestellen. Ja, genau, es passt. So, und kaufen. Da kommt schon der LKW. Perfekt. Nur nichts ausgehen lassen. Das wäre nämlich schlecht. Also schätze ich mal. Keine Ahnung. Aber läuft schon ziemlich gut aktuell bei uns. Hätte ich aber was fallen lassen? Okay, es wird schon ein bisschen stressig hier. Nein, nicht liegen lassen. What the fuck? Die haben hier keine Manieren oder was? Ist das schlimm? Mann. Was kann man uns noch alles machen hier? Wir haben Statistik, bald verfügbar, Zahlungen. Okay. Filial, oh lol. Okay. Ne, kauft man lieber nicht. Stufe 15. Was ist das? Blood Charpentas? Okay. Haben wir Brei? Ah, ja, ja. Okay, was haben wir noch? Mitarbeiter? Ah ja, lol, was ist hier? Einstellung. Stufe 15, okay. Auffüller. Oh, okay. Das schaut doch ziemlich geil aus. Also echt hochinteressant, was da für Kunden reinkommen. Es ist... Also das schaut mir also aus, als wären es absolute Psychos. Oh, Level 2. Was willst du in Umkleidekabine mit Frauenkleidung machen? Es ist... Also... Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich, wirklich verwirrt. Ah, ja, naja, okay. Ah, jetzt haben wir 9 Uhr PM, okay. Jetzt ist der Tag schon mal zu Ende. Okay, dann, Klaus? N. Okay. Gesamtkonten 18, Zufriedenkonten 15, tägliche Verbesserung 120, Ladenlevel 2. Gesamtumsatz 1244, Versorgungskosten 1300. Okay. Wir haben allerdings großes Plus gemacht, wir haben immer noch Ware im Laden. Und das schaut doch gar nicht so schlecht aus eigentlich. Okay. Dann. Großhändler. Ah, Männersachen, okay. Hier Zahlungen. Uff, okay. Na gut, dann kaufen wir uns mal irgendwie eine neue Marke. Ein Geschäft machen. Okay, dann kaufen wir uns einmal, zweimal, dreimal. Nee, ist zu viel, verdammt. Oder? Ja. Möbel, Shelf. Eins, zwei. Kaufen, okay. Schauen wir uns mal an, was wir hier aufbauen können. Macht sich immer gut, wenn es einfach im Schaufenster drin steht. Ist einfach besser, als wenn es einfach so komisch rumsteht. Passt irgendwie nicht so ganz. Okay. So. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr satisfying, dass man hier alles direkt einräumen kann, also ins Regal. Fehlen tun mir aktuell irgendwie Lagermöglichkeiten. Gibt es hier irgendwie was wie Lager?
Meine, oh, gibt's alles, okay, gibt's, ah, Storage hier, okay. Topfpflanzen, oh ja. Oh, da gibt's ja viel. Oha, es gibt ja echt mega viel Stuff. Okay, krass, cool. Wir könnten auch mal schauen, wo die Sachen hingeliefert werden, wenn wir die... Wie viel billiger ist das, wenn man hier... Frachtpreis 2? Okay, das ist eh günstig irgendwie. Na gut, okay. Hä? Luxlein Frau T-Shirt? Leute, das habe ich nicht, gibt's nicht. The fuck? Wo soll ich das haben? Gibt's das hier? Was ist das? Luxlein? Ah, da, Luxlein. Mann, Frau. Ah, oh, okay. Ah, ja. Es ist so unlogisch. Erst schon nach Männerhosen und dann kauft sich ein Frauenkleid. What the fuck? Okay. Ja, natürlich auch, klar. Also ich bin mir nicht sicher, ob das ja einfach so die Welt der Creeps ist. Weil was sie hier machen, ist schon echt extrem creepy. Also, ich weiß es nicht so ganz. Es ist... Wie die alle ausschauen. Also die haben wirklich so... Es sind wie Roboter irgendwie. Die haben keine Emotionen und nichts irgendwie. Holy shit, das ist echt... Ja, ist echt creepy irgendwie. Ah, okay, reicht nicht. Gut, wir brauchen mehr Ware. Wir brauchen das lila Zeug wieder. Die lila Wolken brauchen wir wieder. Einmal. Das brauchen wir noch. Ganz klar, ich kann beides leisten. Und dann noch Möbel. 1, 2. Scheiße, es reicht nicht ganz. Ich hoffe, es bleibt gespeichert. Ja, es bleibt gespeichert. Super. Sehr gut, okay. Oh, die Ladungen oder wie soll ich sagen, Ladungen, die Lieferungen werden größer langsam. So, erstmal schön was aufbauen. Super. Gut. Ich glaube auch wieder Männerkleidung, oder? Ja, genau. Okay. Geldtechnisch geht es aktuell ziemlich steil. Das ist eigentlich Ware, die wir besser ausstellen sollten, finde ich. Ich finde die hier ziemlich gut. Schon 600, holy shit. Das können die Barren aber rein langsam. Es geht richtig los. Was machst du hier eigentlich? Also, schnell. Okay. 733, was ist das? Ja, natürlich fehlt irgendwas. Ach shit, das ist leer, okay. Sie haben einen Umsatz von 5.000 US-Dollar erzielt. Achievement. Ja, es gibt übrigens auch Achievements. Übrigens mal ein bisschen mehr zum Spiel selbst. Das Ganze gibt es seit noch nicht so langer Zeit. Es ist ein relativ neues Spiel. Moment, ich muss ganz kurz mal mein Ding hier ausmachen. So, jetzt. Moment. Genau, seit 17. Juni 2024 gibt es das Spiel. Und es kostet aktuell 12,79 €. Singleplayer, kein Multiplayer, kein Koop-Modus. Und ja, aktuell macht es eigentlich schon Spaß. Es ist natürlich wieder ein Tycoon-Game. Also das heißt, ein Wirtschaftssimulator, Wirtschaftsaufbauspiel, wie man es am besten
bezeichnen will, weiß ich jetzt nicht. Es geht auf alle Fälle in die Richtung. Und ich denke mal, so die meisten kennen so ganz grob solche Spiele einfach. Und da muss ich wahrscheinlich gar nicht mal so viel erklären. So, was fehlt denn noch? Das einmal. Okay. Kaufen wir noch eine zweite Umkleidekabine oder so. Kann mehr kaufen. Stufe 5 ist das nächste. Okay. Könnten aber auch schon mal anfangen, dass wir irgendwie mehr auf mehr kaufen, um uns ins Lager zu stellen. Also ins nicht vorhandene Lager. Kannst du mich umfahren? Nein. Oh, lol. Kann ich ja mitnehmen. Ja, man, ich mag solche Games irgendwie. Man ist so schön süchtig irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ja, solche Spiele sind echt schlimm. So. Alles muss eine schöne Ordnung haben. Alles rein damit. Laden können wir schon wieder öffnen. Ah, fuck. Ja gut, okay, das war jetzt nicht ganz gut durchdacht. Ah ja, perfekt. Okay. So, was kaufst du als nächstes? Was kaufst du generell? Okay, ein Ding. Gut, anprobieren. Ja, macht Sinn. Gut, gut. Ich wollte nur schauen, ob es passt. 56. Mal schauen, was wir heute machen können. Ich hoffe, dass unser Umsatz ein bisschen steigt. Ich meine, theoretisch haben wir jetzt alles vor Ort, was wir anbieten können. Das heißt, wir sollten eigentlich. Fuck. Großhändler. Nein. Vorrat. Verdammt, das ist nicht in irgendeiner Art und Weise geordnet. Okay, gut. 35 gerade noch bezahlt, das ist blöd. Okay, die Preise stehen hier oben drauf. Niedrigste Lagerstand zuerst. Ah ja, okay, das ist praktisch. Das ist gut gelöst. Okay. Ja, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Geld rein. Ja. Ja, das ist besser als vorher. 700 haben wir schon. Brauchen wir noch um einiges mehr. Hier gibt's Sachen. Hier gibt's die Topfpflanzen und so. Okay. Level 3 haben wir erreicht, wann können wir besser was kaufen? Stufe 5. Ah ja. Das war schon ein bisschen mehr. Ah, wir warten mal noch mit kaufen. Auffüllen lohnt sich schon eventuell, ja. Genau. Okay. 100, ach, da ist der Umschnittpreis, 132, okay. Wie genau das der schaut. Schau mal hin. Oh, ist das geil. Es macht irgendwie so Spaß zuzuschauen. Allein die Leute in Anführungsstrichen zu beobachten, ist echt schon lustig. So, 1000 haben wir gerade erreicht. Sehr nice. 1200 haben wir erreicht, gut. Natürlich muss ich auch sagen, es wäre eigentlich schon
Ah, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir so ein bisschen fehlt, ist ja die Möglichkeit, einfach andere Stores aufzumachen, andere Produkte reinzunehmen. Ich meine, natürlich ist es ein Clothing Store Simulator. Also das ist natürlich irgendwie ja, obvious, dass es hier nur ums eine geht. Aber die Möglichkeit einfach selbst auszuwählen, was man machen will und so, ist schon ziemlich cool eigentlich. Deswegen, ich würde es ganz gut finden, wenn es in Zukunft auch vielleicht irgendwie mehr Sachen hätte. Oder wenn man einfach zumindest ein paar mehr, ja, Möglichkeiten hätte, sagen wir so. Nein. Oh Gott, Stress. So, willst du kaufen? Okay, gut, so. Perfekt, 1000 haben wir noch übrig. Und unsere Lage ist voll. Ziemlich gut eigentlich. Ich finde, das hätte schlimmer ausgehen können. So, okay. Ups. Ich kann auch das Ding mal auspacken. Perfekt. Ich warte nur auf den Moment, dass er mich YouTube irgendwie wieder bannt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut ist, was ich gerade mache. Machen wir es ein bisschen YouTube-freundlicher. Ich weiß nicht, ob das gerade überhaupt, ob es sowas gibt, aber genau. Na, ist doch ganz cool. So, beenden wir noch den Tag. Einen machen wir noch. 18 von 19 für zufriedene Kunden. Wir haben einen Plus gemacht. Ist doch super, oder? So, dann schauen wir mal ganz kurz. Okay, Level 10. Man levelt relativ langsam. Oh, hier gibt's. Ah, Leute, was ist denn hier alles? 15.000. Was gibt's denn noch alles? Man merkt natürlich, ist das ein sehr klassisches Indie-Game. Okay, schon mal einmal einen Rundkurs. Oh, das ist cool gemacht. Das ist cool designed. Okay, ja. Man kann jetzt noch nicht so viel machen. Natürlich, Indie-Games sind halt einfach generell in ihrer, ja, in allem einfach ein bisschen begrenzt, sagen wir so. Klar, es ist halt meistens, in der Regel sind es Solo-Entwickler. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich meine, ich habe irgendwas gelesen von anderen Locations oder was das war. Ach. Jeden Tag muss ich rechnen, wenn es sein. Ich glaube, es sollte irgendwie noch ein bisschen was anderes geben. Ich weiß es aber gerade nicht genau. So, wenn wir mal kurz warten. Jetzt schauen wir mal schnell in die Bibliothek, beziehungsweise schauen einfach mal schnell, was hier in der Beschreibung des Spiels steht. So, Shopseite. Es ist Early Access. Man kann den Laden eben ganz genau anpassen und so weiter. Manage your store. Preisermittlung. Um Ihren Kundenstand zu vergrößern, legen Sie Wert auf die Kundenzufriedenheit. Kunden schätzen ausgewogene Preispolitik. Folgen Sie dem Markt. Produkte mit sinkenden Preisen könnten gelagert werden. Okay, ich lese aktuell zumindest noch nichts in irgendeiner Form von, ja, warte mal, verändern sich die Preise? Ich glaube nicht, oder? Bis jetzt zumindest noch nicht. Ich lese zumindest nichts von anderen Filialen, von anderen, ja, was auch immer. Das zumindest scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Noch nicht vielleicht. Genau. Ich weiß nicht, ob noch sowas in der Art kommt. Aber zumindest momentan, ganz aktuell, gibt es eben nicht.
Und ja. Also ich muss natürlich auch klar machen, es ist ein es ist ein Gelegenheitsspiel. Es ist kein so ein Game, was man in irgendeiner Art und Weise irgendwie so 8 Stunden am Tag spielt oder so. Es ist kein MMORPG. Es ist nichts in der Richtung. Aber trotzdem muss ich sagen, ist es eigentlich schon ganz interessant. Also es macht schon Spaß. Ist eine witzige Sache. Ich könnte es jetzt nicht ewig spielen, sagen wir mal so. Also natürlich, in der Aufnahme ist es sowas ein bisschen anstrengender. Ich kann nicht mehr lüften. Ich kann nicht mehr mal aufs Klo gehen und mal schnell in die AFK gehen. Also ja, könnte ich schon, aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Und deswegen ist es gewissermaßen natürlich dann schon auch wieder schwer vergleichbar. Aber ja, trotzdem kann ich so sagen, es ist nett für zwischendrin. Es ist nett für zwischendurch. Und bisher hat jedes Game, jeder Shop bzw. Verkaufssimulator, wie man es auch immer nennen will, oder jedes Tycoon-Game immer wieder einige Sachen anders gemacht als die jeweils anderen Games. Und das ist eigentlich so der Punkt, der dann halt wirklich schon recht interessant ist, wie ich finde. Denn nichts ist gleich. Jedes Game ist ein bisschen anders. Und ja, das ist eigentlich eine. Sei ganz erfrischend, sagen wir mal so. Alter, hier kommen die größten Psychos rein. Ist ja schlimm. Was? Ihr ganzes Frauenkleid? Oh nein. Hab ich nicht mehr. Ist aus. Ja, wow. Ist ja noch länger mad. Riecht er gerade dran? Warum kaufst du 2? Warum riechst du dran? Weil ich das hier ausstelle, kriege ich dann vielleicht mehr Kunden rein? Oder kaufen es dann zumindest mehr Leute? Könnte das sein, oder? Das könnte sein. Hochinteressant. So, wo ist der Letzte? Da ist der Letzte. Gut, gut. Okay, 2500. Dann beenden wir mal den Tag. Kurz bevor wir dann die Folge beenden. 1400 haben wir bloß gemacht. Das ist ziemlich gut. Das ist echt gut. Okay, und an dem Punkt beenden wir die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis bald.